Okay, also ich heiße Hermann Dambacher. Ich führe das Geschäft schon 50 Jahre hier in Ahler. Wir haben manche Hoch und Tiefe hinter uns. Und wir haben Obst und Gemüse, also wir sind auch bekannt, auch außerhalb von Ahler. Und zurzeit haben wir halt ein bisschen Probleme mit den Marktverschiebungen. Da, seit wir eine neue OP haben, ist der Markt, habe ich das Gefühl, wenigstens ich, dass es nicht mehr so zieht. Die anderen haben immer ein offenes Wort gehabt. Und ich möchte da nichts angreifen, aber das Gefühl halt, wenn euer Markt, euer Samstag ausfällt wie der andere, was früher ja gar nicht gegeben hat, ist für mich deprimierend, aber sonst sind wir sehr zufrieden. Und ich hoffe, dass es auch so weiterläuft. Ab erst hat mein Junge jetzt übernommen, mein Sohn. Der ist jetzt bloß gerade nicht da, der ist im Urlaub ein paar Tage. Und das freut mich, dass Sie kein Nachfolgeproblem haben, weil das ist ja unter anderem auch ein großes Problem bei allen. Ein großes Problem, also wenn mein Sohn nicht eingestiegen wäre, wäre das Geschäft nicht mehr weitergegangen. Mhm. Weil wenn das ein Fremdes jetzt einer übernimmt, wo wenig Erfahrung hat, das geht in die Binsen. Mhm. Ja. Herr Dambacher, vielen Dank für Ihre Zeit. Was sagen Sie jetzt dazu? Was schätzen Sie denn am Marktleben, am Wochenmarkt? Sie machen es jetzt schon wie lange, 50 Jahre? Ich mache das 50 Jahre und ich schätze halt, sind lauter freundliche Kunden. Und die wollen auch schwätzen ein bisschen was und wollen halt auch gesund leben, weil momentan hat man ja wenigstens, dass man noch ein wenig leben kann. Und das irgendwie bringt es die Kundschaft herüber zu uns. Wunderbar. herzlichen Dank, Herr Dambacher. Ja, vielen Dank. Danke.